In Folge 79 haben wir uns den Bootvorgang des Amiga angesehen, im Speziellen den Teil, der aus dem Kickstart-ROM heraus geschieht, auf den wir so gut wie keinen Einfluss haben und von dem wir auch praktisch nichts sehen können. Wir wollen uns nun den weiteren Verlauf des Bootvorgangs in die Workbench anschauen und da käme nun die berühmt-berüchtigte Startup-Sequence, auf welche wir aktiven Einfluss nehmen können, wenn es denn nötig sein sollte. Betrachten wollen wir uns die Startup-Sequences der Workbenches 1.1, 1.2, 1.3 und 3.1 für die klassischen Amigas. Viel Spaß damit! Die Startup-Sequence findet man nicht nur bei der Workbench, sondern auch bei anderen Programmen und Spielen. Wir wollen uns hier aber auf die Workbench konzentrieren. Das Amiga OS sucht zunächst das bootbare Medium mit der höchsten Boot-Priorität. Ist dieses lokalisiert, wird im Stammverzeichnis der Ordner S gesucht und darin die Datei Startup-Sequence. Diese wird dann ausgeführt. Ein klassischer Fall würde so aussehen: Es ist eine Festplatte installiert, deren erste Partition die höchste Boot-Priorität hat und von eben dieser wird die Startup-Sequence ausgeführt und somit die Workbench gestartet. Legt man aber eine Diskette in Laufwerk DF0, so hat diese nun die höchste Priorität und das System versucht, von dieser Diskette zu starten. Dies kennt man so ja auch von klassischen PCs. Normalerweise wird MS-DOS von Festplatte gestartet. Legt man jedoch eine Diskette in Laufwerk A, so versucht der PC von dieser zu booten. Im Vergleich zum Amiga verzweifelt der PC jedoch an einer nicht bootbaren Diskette. Der Amiga sucht einfach weiter nach dem nächsten höchst priorisierten Speichermedium und versucht von diesem zu starten. Sind alle Speichermedien abgeklappert und es wurde trotzdem nichts zum Booten gefunden, dann erscheint eben der Kickstart-Screen. Die Startup-Sequence kann man in etwa mit der Auto-Exec-Butt aus der MS-DOS-Welt auf dem PC vergleichen. Soll heißen, es ist eine Stapelverarbeitungsdatei, in der Befehle stehen, die man auch einzeln von der Shell aus aufrufen könnte. Manche Befehle können stehen, wo sie wollen, bei vielen jedoch ist die Reihenfolge, in der sie in der Startup-Sequence ausgeführt werden, ausschlaggebend für den Erfolg. Also starten wir nun unseren Amiga. Es handelt sich hierbei um eine Emulation in WinUAE. Es ist ein Amiga 500 mit 512 KB Chip und 512 KB SLOWRAM und Kickstart 1.3. Ja, sicher, ein richtiger Amiga ist immer besser. Aber WinUAE macht es mir einfacher mit dem Screen Capturing für dieses Video. Seht's mir nach. Als erstes schauen wir uns die Workbench 1.1 von Diskette mal an. Sicher, das ist eine etwas nicht ganz so gängige Kombination, Kickstart 1.3 und Workbench 1.1, aber die Workbench-Version 1.1 hat eine so wunderbar übersichtliche Startup-Sequence. Schauen wir uns zunächst einmal an, was passiert, wenn wir überhaupt keine Startup-Sequence hätten. Zu diesem Zweck benennen wir die Startup-Sequence einfach um. Wir öffnen also eine Shell oder CLI, wechseln in das S-Verzeichnis und sagen Rename Startup-Sequence s-s.old. Wobei s-s.old freilich jeder Dateiname sein kann, der euch eben gefällt. Wir sind in das S-Verzeichnis gesprungen, indem wir einfach cds:// eingegeben haben. So ist sichergestellt, dass wir immer auch tatsächlich im S-Verzeichnis des aktuellen Bootmediums landen. Es könnte ja auch sein, dass sich noch andere Speichermedien, Festplatten, Disketten, CDs oder anderes im Amiga befinden, auf denen sich ebenfalls ein S-Verzeichnis im Stammverzeichnis befindet.
Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang nochmal an Folge 79, in der thematisiert wurde, dass die Verzeichnisse L, C, S vom ROM aus bereits assigned, soll also heißen, von überall aus direkt erreichbar gemacht worden sind. Der Assign-Befehl wird uns später nochmal beschäftigen. Er bewirkt eben, dass wir nicht df0.s oder df0.c eingeben müssen, um in das S- oder C-Verzeichnis des Bootmediums zu gelangen, sondern es genügt s-Doppelpunkt oder c-Doppelpunkt nach dem Change Directory-Befehl einzugeben. Assign ist vergleichbar mit dem MS-DOS-Befehl subst, mit dem man ja auch Verzeichnissen eigene Laufwerksbuchstaben zuweisen kann. Unser System hat also nun keine Startup-Sequence. Und was geschieht? Wir landen direkt im Amiga-DOS. Sozusagen in der Eingabeaufforderung, wie wir das von MS-DOS her kennen. Shell, CLI, wie auch immer man das Ding nennen will. Die GUI der Workbench wird nicht geladen. Nun haben wir also den Amiga gestartet, ohne irgendwas zu laden. Wir haben nun also extrem viel Arbeitsspeicher frei. Was können wir hier nun machen? Naja, die Befehle aus dem C-Verzeichnis können wir zum Beispiel ausführen. Denn wie gesagt, auch das Verzeichnis C wurde bereits vom ROM direkt erreichbar gemacht. Einen Maustreiber müssen wir im Übrigen nicht extra laden, wie man sieht. Die Maus funktioniert im Amiga immer. Wir könnten hier nun ein wenig durch die Verzeichnisse fallen, Programme starten und uns daran erfreuen, naja, aber darum geht's ja nicht. Wenn wir hier nun den Befehl loadwb eingeben, startet die GUI der Workbench. Diesen Befehl merken wir uns, der wird noch wichtig werden. Achso, wir sehen nichts, okay. Dann machen wir die Shell eben ein wenig kleiner und siehe da. Da hinten ist die GUI und nein, die war vorher wirklich noch nicht da. Mit End-CLI beenden wir die Shell und haben so nur noch die GUI. Wir benennen die s-s.old also wieder um in startup-sequence und starten den Amiga neu. Und wir merken schon, dass hier jetzt etwas mehr geschieht, denn der Bootvorgang ist etwas länger. Schauen wir uns nun endlich die Startup-Sequence an. Dazu starten wir eine Shell und wechseln nach S. In diesem Zusammenhang haben wir auch gleich das wohl wichtigste im Umgang mit der Startup-Sequence. Bevor damit rumhantiert wird, immer eine Sicherungsdatei anlegen. Also erstmal copy startup-sequence s-s. Yo, s-s habe ich mit Bindestrich gewählt. Es könnte sonst in Deutschland etwas anstößig verstanden werden. Also los geht's mit add startup-sequence. Hier finden wir zunächst ein paar Zeilen, die mit echo anfangen. Dieser Befehl macht nichts anderes als das, was nach ihm kommt, auf dem Bildschirm auszugeben. Das, was zwischen Anführungszeichen steht, wird direkt so 1 zu 1, wie es da steht, auf dem Bildschirm ausgegeben. Haben wir beim Booten so ja auch gesehen. Es können aber auch Variablen ausgegeben werden, das sehen wir dann später noch. Die Zeilen mit Echo und einer Leerstelle zwischen den Anführungszeichen sind nur dafür da, um auf dem Bildschirm eine leere Zeile auszugeben. Das wird in späteren Versionen anders gelöst. Und nun kommt der Befehl, den wir schon kennengelernt haben, loadwb, also lade Workbench, unmittelbar danach endcli. Das sind genau die Befehle, die wir zuvor von Hand ausgeführt haben. Erst starten wir die GUI der Workbench, die im Hintergrund erscheint, und dann lassen wir die Shell verschwinden, damit die GUI auch sichtbar wird. Das Nil-Doppelpunkt dahinter bewirkt, dass bei einem eventuell auftretenden Fehler oder einer anderen Meldung diese nicht angezeigt wird. Jo, und das war's schon für die Startup-Sequence der Workbench 1.1. Mehr gibt's hier nicht. Gehen wir deshalb gleich weiter zur 1.2. Im Editor Add wollen wir nichts speichern, wir verlassen ihn daher mit Tastendruck auf Escape und Q wie Quit. Welcome to Workbench 1.2. Workbench 1.2 gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.
Für den 1000er im 60-Zeichen-Modus, für den 2000er gleich mit Bridgeboard-Software dabei. Naja, das ist aber jetzt alles zu special für mich. Wir nehmen die 1.2er-Version für den Amiga 500. Und beim Booten merken wir gleich, dass es wiederum etwas länger dauert. Das lässt darauf hoffen, dass in der Startup-Sequence etwas mehr los sein wird. Also schauen wir mal. Die obersten drei Zeilen hier kommen übrigens nicht aus der Startup-Sequence, sondern direkt vom Kickstart-ROM. Daher ja auch die Anzeige Release 1.3. Hat nichts mit der Workbench zu tun, sondern mit dem Kickstart. Wir haben ja ein 1.3er Kickstart in der Emulation unseres 500ers hier eingestellt. Ja, das ist schon etwas mehr hier. Ganz am Anfang stehen wieder unsere Echo-Zeilen. A500 Workbench 1.2 Version 3356, 23. April 87. Das wird genauso 1:1 auf dem Bildschirm angezeigt. Das Sternchen N dahinter jedoch nicht. Dies ist ein Steuerzeichen, welches nach dieser Zeile einen weiteren Zeilenumbruch ausführt, also zweimal auf die Return-Taste drückt und somit eine Leerzeile einfügt. Lässt man es weg, erzeugt Echo eben nur einen einfachen Zeilenumbruch. Blind German benutzt hier die gute Eselsbrücke und merkt sich Sternchen N mit New Line. Als nächstes kommt der Befehl Bind Drivers. Dieser schaut in den Expansions-Ordner des Bootlaufwerks und lädt dort vorhandene Hardware-Treiber und startet sie. Ein in den ESD-Chips sehr prominentes Beispiel hierfür ist der Janus Handler für die Commodore Bridgeboards und das Sidecar. Anderes Beispiel könnte auch der Ole Commodore A2090 Festplattencontroller sein, der kein eigenes Autoboot-ROM besitzt. Dessen Festplatte, nennen wir sie mal klassisch DH0, würde von Binddrivers bereits hier fest ins System eingebunden und erreichbar gemacht, sprich gemountet werden. Und jetzt geht's los mit If Exists. Dies werden wir noch sehr oft antreffen. Hier wird abgefragt, ob das, was hinter dem Exists kommt, eben existiert oder nicht. Wenn ja, wird all das Nachfolgende bis zum End If ausgeführt. In diesem Falle wird das Verzeichnis sys:System der Path-Variable hinzuaddiert, also add wie hinzufügen oder eben addieren. Path bewirkt beim Amiga OS das gleiche wie unter MS-DOS. Programme, welche sich in den Verzeichnissen befinden, die in der Path-Variable erfasst worden sind, lassen sich von überall aus direkt aufrufen. Man muss dafür nicht in das entsprechende Verzeichnis, wo das Programm liegt, welches man ausführen will, wechseln. Würde man nur Path sys:System ohne add schreiben, so würde man alle bereits zuvor mit Path von überall aus erreichbar gemachten Pfade überschreiben und nur noch der Inhalt von sys:System wäre von überall aus erreichbar. Ein if-Block wird immer mit endif abgeschlossen. Hier würde es im Übrigen auch dann weitergehen, sollte die if-exists-Abfrage scheitern, also kein Verzeichnis sys:System oder was auch immer auf Existenz abgefragt wird, existieren. Beim nächsten if-Block passiert das gleiche, nur eben mit dem Utilities-Ordner. dir-ram macht einfach nur einen Zugriff auf die RAM-Disk und erzeugt damit auch das RAM-Disk-Piktogramm. Dieser Kniff ist unter 1.2 noch notwendig. Das anschließende path-ram-add fügt die RAM-Disk der Path-Variable zu, so wie wir das schon kennengelernt haben. Ich habe mal herumprobiert und alleine dieser Befehl würde auch schon reichen, um das RAM-Disk-Piktogramm sichtbar zu machen. Naja, doppelt gemoppelt hält besser und vielleicht möchte ja auch jemand den Inhalt seines RAM-Pfades eben nicht von überall aus ansprechen wollen und auf die Path-RAM-Add-Zeile verzichten. Schließlich braucht alles, was sich das System irgendwie merken soll, ein bisschen Arbeitsspeicher, aber so knapp sollte es eigentlich heutzutage echt niemand mehr damit haben. Setmap USA 1 ist beinahe selbsterklärend. Die Tastatur wird hiermit auf den US-amerikanischen Standard eingestellt. Für uns eher untauglich, wir schreiben hier Setmap D rein und bekommen damit die deutsche Tastaturbelegung.
addbuffers.df0:20. Dies fügt der Anzahl der Buffer im RAM für das erste Diskettenlaufwerk DF0 20 Bufferblöcke hinzu. Ein Block hat 512 Bytes. Initial, also ohne diesen Befehl, sind nur 5 Buffer reserviert. Wir beschleunigen hiermit den Zugriff auf Disketten in Laufwerk DF0 ein wenig auf Kosten von etwas Arbeitsspeicher. Man kann es weglassen, man kann es erhöhen, man kann es aber auch einfach ignorieren. Load WB. Jo, endlich sind wir da. Dieser Befehl lädt, wie schon bekannt, die grafische Oberfläche, bekannt als Workbench des Amiga OS. Fail at 30. Das ist jetzt schon etwas interessanter. Wir setzen hiermit den Level, ab welchem Errorcode die Startup-Sequence mit Fehler abbricht, auf 30. Too much information auf einmal. Jo, okay, also. Jedes Kommando, welches in der Startup-Sequence oder per Shell ausgeführt wird, kann einen Fehlercode, den sogenannten Return-Code, nach seiner Ausführung zurückgeben, wenn etwas nicht geklappt hat. Return-Code 0 bedeutet dabei immer, dass kein Fehler aufgetreten ist, also das Kommando fehlerfrei ausgeführt wurde. Standard ist, dass die Startup-Sequence bei Return-Codes größer gleich 10 abgebrochen wird. Man fliegt also raus und landet an der Eingabeaufforderung der Shell. Dies wollen wir verhindern, wegen des nachfolgenden Befehls, und setzen daher mit Fail at 30 diese Schwelle auf 30. Dies gilt übrigens nur für die aktuelle Shell. Öffnen wir später eine neue Shell und geben nur Fail at ein, so sehen wir, dass die Abbruchschwelle hier wieder auf 10 steht. Setclock nil opt load date. Die Systemuhr des Amiga OS wird auf den Wert der batteriegepufferten Hardware-Uhr eingestellt. So wird praktisch die Uhr des Amigas gestellt. Wenn keine Uhr im System gefunden wird, das ist ja beim 500er der Fall, so gibt Setclock einen Return-Code größer gleich 10 zurück und die Startup-Sequence würde theoretisch an dieser Stelle abbrechen. Das erklärt nun das Fail at 30 zuvor. So wird verhindert, dass die Startup-Sequence mit einer Fehlermeldung aussteigt. Wenn Setclock die Uhr nicht stellen kann, weil im System keine Uhr vorhanden ist, dann wird halt einfach weitergemacht. NCLI nil. Schließt das aktuelle Shell-Fenster, welches automatisch zum Booten des Systems geöffnet worden ist und in welchem die Startup-Sequence abgearbeitet wird. Somit ist dann die mit LoadWB gestartete GUI Workbench das einzig verbliebene User-Interface des Systems. Die Startup-Sequence ist abgeschlossen, die Workbench ist da, wir können anfangen zu werkeln. Zusätzlich zur normalen Startup-Sequence finden wir, ab Version 1.2, auch noch eine Datei namens startup-sequence.hd im Verzeichnis S. Man kann es anhand des angehängten Kürzels schon erahnen, diese Startup-Sequence soll zum Einsatz kommen, wenn sich eine Festplatte im System befindet. Hierfür gibt es aber keinen Automatismus. Will man also diese HD-Startup-Sequence verwenden, muss man diese händisch umbenennen, eben nach Startup-Sequence. Man darf ja auch wieder nicht die damalige Zeit und ihre Umstände außer Acht lassen. Unter Version 1.2 gab es damals noch kein Autoboot von Festplatte, was bedeutet, dass grundsätzlich immer von Diskette gebootet werden musste und, bei vorhandener Platte, dann quasi das Kommando an die Festplatte übertragen worden ist. Und wie schaut es darin nun aus? Anfangs geschieht das gleiche wie in der vorherigen Startup-Sequence auch. Die Unterschiede beginnen hier. Assign nil DH0. Hier wird versucht, ein eventuell bereits vorhandenes Assign auf DH0 durch nichts, nil, zu ersetzen. Es soll quasi gelöscht werden. Dies kann nur dann funktionieren, wenn es DH0, also die Festplatte, nicht gibt. Wurde aber DH0 zuvor mittels Binddrivers gemountet, so haut dieser Assign-Befehl in Sack. Physikalische Laufwerke lassen sich nämlich nicht per Assign-Befehl rausschmeißen. Hieraus resultiert ein Errorcode,
der dank des vorherigen Fail at 25 nicht zum Abbruch der Startup-Sequence führt. Allerdings wird der Fehler registriert und von der nächsten if-Abfrage bearbeitet. Hier heißt es nämlich nun, if fail, also wenn ein Fehler besteht, was ja der Fall ist, wenn DH0 im System existiert, dann werden die folgenden Zeilen bis zum letzten endif abgearbeitet. Wohlgemerkt, bis zum letzten endif, nicht zwingend bis zum nächsten. Die Programmierer unter uns verstehen das. Jedes gestartete if geht bis zum nächsten endif. Kommt aber vor diesem endif ein neues if, so gilt das nächste endif erstmal für dieses neue if und das danach kommende endif erst für das erste if. Baut man hier Scheiße in der Startup-Sequence, meckert das System übrigens recht unmissverständlich. Eine hübsche Verschachtelungstechnik ist das, wie in der Mathematik. Ich hab's gehasst. Diese nette Echo-Zeile, Transferring Control to DH0, weist uns freundlich darauf hin, dass nun die Festplatte DH0 das Kommando übernimmt und dies geschieht so. Path Reset. Damit werden alle bisherigen Verzeichnisverweise, die als Variable hinter Path hinterlegt worden sind, gelöscht. Wir wollen ja keine Verweise mehr auf die Diskette haben, wenn wir eine schnellere Festplatte nutzen können. Assign sys DH0. Die ganze Zeit über war DF0, also die Diskette, gleichzeitig unser sys, also Systemlaufwerk. Alle Zugriffe auf sys landeten also automatisch im Stammverzeichnis der Diskette in DF0. Dies wollen wir jetzt nicht mehr und mittels dieses Assign-Befehls wird sys auf die Festplatte DH0 übertragen. Nun wird mittels des uns bereits bekannten if-exists geprüft, ob auf DH0 das Verzeichnis C existiert. Wenn ja, wird der Assign C verlegt, der ja zuvor auf DF0C war. Auch hier wieder Wechsel von Diskette nach Festplatte. Genau das gleiche geschieht nun mit den folgenden Systemverzeichnissen L, Fonts, Devs, Libs und T. All diese Verzeichnisse sind für das Amiga OS und die Workbench unbedingt notwendig und es muss sie irgendwo im System geben. Idealerweise befinden sie sich in diesem Fall alle auf DH0 und entsprechend werden die Assigns dorthin umgeleitet. Sollte aber auf DH0 beispielsweise das Devs-Verzeichnis fehlen, so schlägt diese if-exists-Abfrage fehl und der bisherige Assign, nämlich der auf DF0-Devs, also auf das Devs-Verzeichnis auf der Diskette, bleibt bestehen. Somit ist die Funktionssicherheit der Workbench und des Systems gewährleistet. Das, was mit den Assigns gemacht worden ist, geschieht in den nächsten Zeilen auch mit Path. Es wird geprüft, ob die Verzeichnisse System und Utilities auf DH0 existieren und wenn ja, werden sie als Verweis in Path eingefügt. Wir erinnern uns, alle Befehle, die in der Startup-Sequence stehen, können genauso auch in der Shell eingegeben und ausgeführt werden. In der Shell wüssten wir vor jeder Eingabe, auf welchem Laufwerk wir uns befinden. Hier ist es genauso. Wir befinden uns die ganze Zeit noch auf dem Laufwerk, von dem wir gebootet haben, also auf DF0, der Diskette. Mit Change Directory, also CD DH0, wechseln wir nun auf die Festplatte. Hier wird die große Klammer jetzt geschlossen. Dies ist das EndIf zum allerersten If von vorhin. Dem if, welches per exists überprüft hat, ob DH0 überhaupt existiert oder nicht. Sollte es DH0 nämlich nicht geben, dann würde der ganze Zwischenblock übersprungen und nun hier einfach weitergemacht werden. Alle Assigns und Paths würden noch auf DF0, also die Diskette, verweisen und es ging munter auf Diskette weiter. Existiert aber DH0, ist die Umleitung auf die Festplatte nun perfekt und wir fahren fort mit dem Laden der Workbench per LoadWB, dem Einstellen der Uhr mit SetClock und schließlich dem Schließen der Shell mittels EndCLI.
Ihr seht also, die Startup Sequence HD ist so geschrieben, dass man sie praktisch immer und bei unterschiedlichen Amiga-Systemen nutzen kann, ob nun eine Festplatte DH0 im System verbaut ist oder nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich hieraus einen Zweiteiler machen müsste, aber ich muss es aber. Naja gut, die Startup Sequence ist schließlich ein wichtiges Thema, welches jedem Amiga-User, es sei denn, er will wirklich nur zocken, früher oder später auf die Füße fallen wird. Wichtig ist, ich kann es nicht oft genug sagen, macht euch vor jeder Anpassung eine Sicherungskopie. So viel Zeit und so viel Speicherplatz muss einfach sein. In der nächsten Folge zum Thema schauen wir uns dann noch die Startup Sequences von Workbench 1.3 und 3.1 an und wir entdecken die verborgenen Menüoptionen der blauen Workbench. Oh, Mystery. Bei der Vorbereitung zu dieser Folge haben mir die A1K-User A-Rabbit, Echo, Blind German, Hüpper, Flathamster, A1000, 1986 und ACN128 geholfen. Oder besser gesagt, sie haben mir das hier vermittelte Wissen in die Tastatur diktiert. Vielen lieben Dank euch allen dafür. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.